Es ist das Spiel der Spiele bisher bei diesem Turnier. Deutschland gegen Italien. Das ist Fußballklassiker Amore, kann man so sagen. Das ist ein Spiel für die deutsche Mannschaft, vor dem sie richtig, ja, hier steht schon, Respekt haben müssen. Aber dazu kommen wir gleich direkt nach den Nationalhymnen, die präsentiert werden, wie immer. Wir spielen angeblich in der Allianz Arena, finde ich gar nicht mal so richtig. Wir sind in Bordeaux. Ja, die italienische wird nicht gespielt, das verstehe ich nicht. Es gibt auf jeden Fall bei diesem Spiel eine. Deutschland-Italien gab es bisher 33 Mal. 8 Mal konnte Deutschland gewinnen, es gab 10 Unentschieden. Und 15 Mal hat Italien gewonnen. Und darunter fallen alle Pflicht-K.O.-Spiele bei einer WM oder EM. Bei einer Weltmeisterschaft haben wir 2006 zuletzt gegen die gespielt und 2:0 nach Verlängerung verloren. Dann 82 das Finale 3:1 verloren. 1970 das Halbfinale 4:3 verloren. Und bei einer Europameisterschaft, tja, 2012 2:1 verloren. Das letzte Spiel gab es am 29. März. Achtung Götze, 1:0 Deutschland! Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Ich wollte gerade sagen, das letzte Spiel gab's. Wow, jetzt bin ich ganz raus. Warte mal ganz kurz. Das letzte Spiel Deutschland-Italien gab's am... Ich kann es nicht mehr sehen jetzt. Nein. Am 29. März dieses Jahr. Und ich, ja, in der Allianz Arena, und da ging es 4:1 für Deutschland aus, und hier sind wir auf einem guten Weg, dass wir wieder mal einen Sieg der deutschen Mannschaft sehen. Schöner Pass von Özil, der ja sehr in der Kritik steht, auf den Götze, der genauso in der Kritik steht, und Buffon, da kannst du nichts machen. Also Wahnsinn, was für ein Start in dieses Spiel, das gibt's doch gar nicht. 5,5 Minuten sind rum. Und Deutschland führt gegen Italien. Müller. Die Deutschen ja mit der deutlich leichteren Aufgabe im Achtelfinale gegen die Slowakei, gab es ein klares 3:0. Deutschland ja immer noch die einzige Mannschaft im Turnier, die 0:0 gespielt hat bisher in jeder Partie. Das liegt nicht nur an dem fast ungeprüften Manuel Neuer. Wenn er geprüft wird, ist er da. Aber es liegt auch an der sehr guten Defensivarbeit der deutschen Mannschaft, bis besonders von Boateng und Hummels, wobei ich da eher Boateng gern herausheben möchte. Aber jetzt mal Kontermöglichkeit für Italien. Parolo. Eder und Neuer. Ja, Italien ja mit der deutlich schwereren Aufgabe gegen Spanien, haben die Spanier sowas von überrumpelt einfach. Da haben die Spanier nicht mitgerechnet und ja, die Italiener haben 2:0 und das auch hochverdient gewonnen. Die Spanier haben nicht viel Druck gemacht. So, Müller kommt nicht durch. Schießt er heute endlich mal sein erstes EM-Tor? Das ist natürlich auch so eine Geschichte für sich. Bei einer WM immer Torschützenkönig bisher, außer das 2014er Turnier. Da hat ihm, glaube ich, ein Tor gefehlt, aber hey. Bei der EM noch kein einziger Treffer. Boateng. Emre Can, der spielt heute hier anscheinend, hat bisher noch keinen Startplatz gehabt. Rechts spielt er jetzt Kimmich momentan. Gündogan, der ist gar nicht dabei. Emre Can. Kriegt er vielleicht jetzt mal die Möglichkeit auf Müller? Gündogan, Thomas Müller. Flankt rein, da steht Mesut Özil, kommt aber nicht dran. Und Kandreva.
Darmian. Barolo. Oh, Fehlpass. Der könnte teuer werden. Groß. Gündogan. Götze. Da steht Müller. Ja, der kommt nicht dran. Ja, eine sehr flotte Partie. Und es wird wahrscheinlich 1:0 zur Halbzeit ausgehen. So wie es ausschaut. Jupp. Yep. Deutschland führt zur Halbzeit gegen Italien mit 1:0. Weil Italien noch nicht den Druck auf das Feld legen kann. Zeigt noch nicht die Leistung, die man von Italien erwartet. Hier sieht man es. Ein Torschuss auf beiden Seiten. Eine sehr enge Partie natürlich. 55-45% Ballbesitz für die Deutschen. Aber das sagt ja nichts aus. Das Tor fiel für die Deutschen und das ja, ziemlich früh, kann man einfach so sagen. Schönes Tor von Götze. Buffon ohne Chancen. Italien muss jetzt natürlich was ändern. Ich bin gespannt, ob es zur Halbzeit Wechsel geben wird. Kann ich jetzt noch nicht so feststellen. Da mal El Sharawi. Marco Parolo. Desquiglio. Wieder El Sharawi. Setzt sich durch gegen Schweinsteiger. Das ist natürlich nicht so gut. Pelé. Außen El Sharawi. Flanke kommt, aber Neuer, ohne Probleme. Müller. Immer auffallend, auch in echt. Immer auf die Flügel raus. Flanken werden ja von den Abwehrspielern geschlagen. Götze. Hector. Lüpft auf Götze. Gündogan. Das 1:0 übrigens von Mario Götze, das erste Gegentor für Buffon in diesem Turnier. Das einzige Gegentor, das Italien kassiert hat, war bei dem 1:0 Niederlage gegen Irland. Da stand Buffon aber nicht im Tor. Das darf man so auch nicht vergessen. Also Buffon, genauso wie Neuer, noch ohne Gegentreffer bei diesem Turnier. El Sharawi. Von Italien muss demnächst ein bisschen mehr Druck kommen, sonst wird es heute nichts mehr. So, Fehlpass, Götze, Schweinsteiger, wieder Mario Götze, Schweinsteiger. Endlich darf der Kapitän von Anfang an ran, da steht Emre Can, Einwurf Deutschland. So sieht es nämlich aus und Florenzi kommt für El Sharawi. Conte will ein Zeichen setzen, muss er ja auch. Denn hier steht es 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Das gab es so auch noch nicht, dass Deutschland 20 Minuten vor einem Pflichtspielsieg gegen Italien steht. Ach, wäre das schön, wenn das die Realität wäre bisher. Ach, wäre das schön. Candreva. Langt rein, da kommt Eder aber nicht dran. Boateng klärt. Desquiglio auf Parolo. Verratti. Candreva. Und wieder Candreva. Candreva schießt, aber Neuer. Ich glaube, der war sogar noch abgefälscht von Hector. So, noch 10 Minuten muss die deutsche Nationalmannschaft rumkriegen. Dann stehen sie im Halbfinale. Zumindest bei der Simulation. Hoffen wir mal, dass es Realität wird. Es wird ein sehr offenes Spiel, das weiß ich jetzt schon. Und ich werde 90, vielleicht sogar 120 Minuten zittern ohne Ende. Florenzi mit dem Fehlpass, Schweinsteiger. Müller auf Götze. Der sieht wieder Müller. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter aus Ungarn. Müller natürlich am Protestieren. Ich sah das nämlich auch gerade so ein bisschen anders. Boateng, Müller. Özil, Gündogan. Kommt nicht durch, aber das Spiel ist aus. Deutschland schlägt Italien mit 1:0. Och, wäre das schön, wenn das der echte Spielstand wäre. Och, wäre das schön. Das wäre toll, wenn das wirklich nachher so ausgehen würde. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Das, bei solchen Spielen bin ich sehr schlecht zu schätzen. Das ist so eine 50-50-Partie.
Ja, ich hoffe es natürlich, dass Deutschland gewinnt, aber mal schauen. Vielleicht spielen wir ja auch Italien im Halbfinale. Aber laut der Simulation ist Deutschland im Halbfinale und trifft dann auf den Sieger von Frankreich gegen Island. Also schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Oder eben Italien gegen Island oder Frankreich. Das müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder mit der eben angesprochenen Partie Frankreich gegen Island. Selbe Stelle, gleiche Welle, wie auch immer. Bis dann, euer Milchfurcht. Ciao.